Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mit Tim Chan und 30 Auktions Nisei. Alles Weibchen. Richtig, richtig geil. Also ich bin von Woche zu Woche begeistert, wenn ich wieder oder wenn wir wieder Fische zusammenstellen. Wir fangen an mit einem Karashi Kohaku. 46 cm. Und die Rotqualität, das sehen Sie ja schon, dass die fantastisch ist. Aber es gibt ein Merkmal, das Sie nicht entdeckt haben. Vielleicht der ein oder andere. Hier in der Rückenflosse hat er ein bisschen orange. Und wir haben es schon oft gebracht. Wenn die Banhi vorhanden, dann ganz besonders gut. Und man sieht auch hier, das ist alles Marusome Kiwa. Also das Rot folgt der Außenkante der Schuppe. So was sieht man nur ganz selten. Sieht sehr blumig aus. Sehr geile Kopfzeichnung, auch mit sehr scharfen Kiwa. Also geiler kann es rot nicht sein. Die Zeichnung, ich finde sie unique, einzigartig. Und der Körper ist für 85 cm geboren. Mehr habe ich nichts zu sagen. Nichts zu sagen. So, der zweite Karashi Kohaku mit 56 cm aus dem Naturteich. Ich schwöre, habe ich geguckt, Tosai. Und der ging genau so in Naturteich von der Zeichnung. Also das ist kein Farbverlust, sondern das war einer der Karashi Kohaku mit dem besten Körper. Und diesbezüglich würde er wahrscheinlich auch auf 90 cm und mehr wachsen. Warum hat ihn Makoto ins Naturteich? Teufel läuft. In Naturteich, ganz klar, designiertes Elterntier. Hat sich aber dann dagegen entschieden, warum auch immer. Das sind auch sehr, 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 sehr viele Tiere zur Auswahl. Und drum, Zeichnung, eher Durchschnitt, Unterdurchschnitt, Körper, sensationell. Und die Farbqualität ist okay. So, dann haben wir einen Gimren Kohaku 47, auch aus dem Naturteich. Und ich erinnere mich an Zeiten, da wäre ein Koi wie dieser wäre die Top-Klasse, also Top 10 des Jahrgangs gewesen. Aber Sie sehen ja die vielen, vielen unterschiedlichen Zeichnungen, die wir haben. Und er ging trotzdem in Naturteich, das ist schon mal ein gigantisches Zeichen. Man sieht auch hier am Auge ein bisschen die Banhi, überhaupt nicht schlimm, eher ein Zeichen dafür, dass er ein sehr gutes Rot hat, sehr gutes Gimren. Zeichnung, das ist der Grund, warum Makoto ausselektiert hat, wäre mir scheißegal. Sie machen das Ding auf 85 cm und haben einen riesen Fisch mit einer wirklich dann auch tollen Zeichnung. Und man sieht auch hier die weißen Stellen, die mit größerem Volumen dann auch noch leichter werden. Das wird also durchaus noch ein bisschen attraktiver. Das wird gut. Ich gebe der Tim voll recht. So, dann haben wir einen Karashi Gimren Kohaku mit 38 cm. Spät geboren, deshalb ein bisschen kleiner, witzigerweise eine sehr ähnliche Zeichnung wie der andere. Das ist ein Klon. Konishi-Klonfische, das ist natürlich nicht. Aber genau das gleiche, geiler Körper, wächst auch auf 85 als Karashi Ginrin Kohaku und auch tolles Ginrin, tolle Farbqualität. Einfach ein schöner Koi. Mach mal kurz, ja. Die sehen sich echt, nein, so. Die Übersicht, die sehen sich echt verdammt ähnlich. Das ist brutal. Cool. So, dann haben wir einen Sanke, 44 cm aus dem Glashaus. Genau, etwas viel Kasane-Sumi. Schwarz auf Rot, aber da, wo es drauf ankommt, Schwanzansatz hier dazwischen. Hier entwickelt er gerade Katasumi, Schulterschwarz, hat eine schöne rote Zeichnung. Und so wie es Tim vorher gesagt hat, wir sehen auch hier weiße Bereiche. Also wenn er wächst, dann wirkt die Zeichnung leichter. Farbqualität ist tipptopp, Rot, superklasse, Schwarz, gut bis sehr gut. Und der Körper ausreichend für 80 cm. Und Sanke kommen nicht mehr viele. So, dann haben wir noch einen Ginrin-Sanke, auch etwas kleiner, 36 cm. Obergeile, rote Zeichnung, schwarz, auch ein bisschen zu viel, kann sie aber auch noch zusammenziehen. Bei Sanke ist es häufig so, das fängt mit viel an, schrumpft dann und am Schluss bleibt was richtig tief dunkelschwarzes, auch mit dem Schwanzansatz gut. Hier, das ist halt ein bisschen dynamisch, aber auch ein schöner Körper und 75, 80 auch kein Brabler. So, dann haben wir einen Karashi Showa mit 38 cm auch aus dem Glashaus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir schon mal einen Karashi Showa hatten. Ich glaube, wir hatten einen. Genau. Und ich habe auch jetzt nirgends mehr einen dritten gesehen. Wenn wir schon einen hatten, ist das der zweite und der letzte. Den dritten habe ich nicht mehr gesehen. Einfach, der ist geil. Das Rot ist geil, das Schwarz ist geil, der Zeichnungsansatz ist geil. Man sieht auch, da wird noch weiteres Schwarz kommen. Auch hier hinten Schwanzansatz ist schön. Und es ist halt was Außergewöhnliches und wenn das Karashi-Gen durchschlägt und der Körper zeigt es zumindest mal an, dann haben Sie da die Chance, einen der ersten Karashi-Showa zu haben, der nachher vielleicht auf 85, 90 cm wächst. So, dann haben wir einen normalen Showa, 46 cm aus dem Glashaus. So normal wie Tim tut, ist der gar nicht, weil das ist ein Kinder-Showa, ein moderner Showa. Kleines Rot, das Schwarz auch nicht so riesig,
aber genau an den richtigen Stellen. Man sieht, am Kopf kommt, hier kommt. Das sind die klassisch unterbewerteten Showa. Tun Sie das nicht. Versuchen Sie ihn zu bekommen. Und ich kann Ihnen fast schon garantieren, dass die schwarze Zeichnung, wenn Sie den im Mai abholen, durchgedrückt sein wird. Man sieht auch, die Modaguru sind Sie gerade am entwickeln. Das ist wirklich Qualität, Körper, Zeichnung. Das kann was ganz, ganz Edles werden. Ist halt nachher nicht so der Dynamiker unter den Showa, das ganz Schwere, das Durchsetzen, sondern geht eher vom Ausdruck bis hin in Richtung Sanke. 80, 85 cm. Das sind häufig die Typen, die wir dann hier nochmal zwei, dreimal anschauen müssen, um zu sehen, wenn die richtig schwarz geschoben haben. Stimmt. Ja, sehr, sehr geil. So, dann haben wir noch einen Ginrin-Showa mit 39 cm. Von der Zeichnung genau das Gegenteil. Der Dynamiker, rot und schwarz, dominieren das Bild. Geile Kopfzeichnung, geile Körperzeichnung. Hinten verliert er die Eleganz. Uiuiui. Ui, ui. Ich rede so. Gut von dir, mach du, tu mir nichts. Hinten verliert er auch die Eleganz nicht. Schwarz, Schwanzansatz wirklich schön. Rot gut, Schwarzqualität sehr gut. Man sieht auch kein Schwarz auf dem vorderen Flossenstrahl jeweils. Auch am Maul noch weiß. Da gilt im Prinzip das Gleiche wie da hinten. Also hätte der jetzt Minkaburi komplett rot, würde das die Eleganz noch mal etwas schmälern. Und Wachstumspotenzial auch 80, 85. So, dann haben wir einen Goschki mit 59 cm aus dem Naturteich. Genau, 59 cm, 2 Jahre Goschki. Nochmal 59 cm, 2 Jahre Goschki. Das ist brutal, der Körper ist brutal. 85 cm, überhaupt kein Thema. Glauben Sie mir, die Varietät Goschki, da hat der liebe Gott gar nicht vorgesehen, dass die so groß werden. Ja? Weil da oben wird die Luft verdammt dünn. Und ich weiß nicht, ob es so eine wachstumsstarke Blutlinie wie Konishis in Japan nochmal gibt. Würde es es geben, hätte man da vielleicht auf der Shinkokai schon den einen oder anderen wirklich geilen Koi gesehen in der Größenklasse. Und der hat jetzt nicht die Zeichnung für eine Ausstellung, ganz klar. Der hat eine eher langweilige Zeichnung, da geht es aber nicht drum. Das sind auch so Tiere, wo Makoto und Akimoto großziehen, um neue Elterntiere daraus zu schöpfen. Aber wir hatten da auch so viele davon, dass er nicht alle behalten kann. Die schwarze Punkte davon, das ist so die erste, das erste Indigo, das auf weiße Haut durchdrückt. Heißt, der wird auch noch schön grau, der wird kontrastreich. Er wird wahrscheinlich auch diese mehr oder weniger gleichmäßige Schuppenzeichnung kriegen. Und Wachstumspotenzial, keine Ahnung, 85 auf jeden Fall. Jemand, der zweijährig auf 60, 59 wächst, einfach ein abartig guter Fisch. So, dann haben wir einen Tanshuk Goschki mit 54 cm. Und der war halt im Glashaus. Oh. Und Tim macht wieder alles richtig. Wenn es schief geht, bin ich. Der wirkt natürlich neben dem Naturteich-Giganten wie nix. Der ist aber auch viel. Und 80, 85 kann er auch werden. Hat eine mega Farbqualität, mega geiles Tanshu. Gefällt mir, wirkt auch sehr natürlich. Das Besondere an dem Tanshu ist, dass es Marusome Kiwa mit drin hat. Also es folgt hier im Prinzip fast der Außenkante der Schuppe. Ist durch das, dass er im Glashaus großgezogen wurde, schon deutlich schwarzer. Auch hier der Kopf wird noch mit ziemlicher Sicherheit schwarz werden, so dass sie am Schluss einen schwarzen Koi mit einem roten Böbel drauf haben. Bubbel. Colafisch. Richtigen roten Bubbel. Warum Böbel? Bubbel. 55 cm Shusui. Zwei sehr, sehr geile Shusui in dieser Auktion. Und bei dem gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass es nur geil ist. Die Rückgratbeschuppung, Seekocke, Kopf schön klar. Schöne Shusui-Biere, Shusui-Flossen. Hier hinten, das sieht aus wie gemalt, ist gemalt. Tim saß das ganze Wochenende dran. Nein, das ist wirklich richtig, richtig, richtig geil. Ein Kunstwerk. Das ist Shusui. Und auch wieder rot direkt bis an die Rückgratflosse, Rückgratbeschuppung reicht. Sehr geil. Also auch hier 80, 85 cm, kein Problem. So, und der zweite hat 59 cm. Genauso geil, nur ein Jahr älter. Und stören Sie sich nicht, Sie sehen hier ein bisschen orange da. Und hier, das wird noch zu richtigem Rot. Auch hier, die Kanten sind unscharf, nicht vom Verlieren, sondern vom Kommen. Rückgratbeschuppung geil, auch schon schön dunkel. Tolle Qualität, tolle gleich spiegelbildliche rote Zeichnung, schöne Rotqualität. Also ob es jetzt den einen oder den anderen, dass der Dreijährig ist, nur 4 cm größer, spielt überhaupt keine Rolle. Shusui ist auch eher eine Koi-Varietät, die sehr gleichmäßig wächst. Also nicht so wie die meisten am Anfang sau schnell und dann langsamer, sondern die wachsen einfach so Tuschur durch. Step by step. Step by step. So, dann haben wir einen Karashi Komonryu mit 54 cm. I like this one.
wirkt hier gelber, als in Wirklichkeit ist. Sehr geile Zeichnung, sagt er gleich wieder, wie ein Orca-Killerwal. sagt er doch immer, gell? Ja, es sieht auch wirklich so aus. Ja, aber geil. Wir haben es halt nach dem 10. Mal dann auch gehört. Also so häufig habe ich das noch nicht gesagt. Aber einmal, letztes Mal. Nee, die Zeichnung ist geil, schön scharf abgegrenzt, am Kopf wird noch was hinzukommen. Ob in dem Bereich was weiß, das weiß nur der liebe Gott und die Orca-Killerwale. Einfach geiler Koi und hat auch so eine Karashi-typische Zeichnung. Wie groß ist er? 54? Ja. Also auch da gehen sie von über 80 cm aus. Und die Qualität ist wirklich geil. So, dann haben wir einen Karashi Ojiba mit 43. Koi ist kein Wunschkonzert. Diese Qualität und der Körper und dann hat man hier, 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 hier und jetzt stellen sich hier einen maruden Kopffleck noch vor. Wenn es den gäbe, dann wäre das einer der besten des Jahrgangs. Der hat den aber nicht. War auch nicht im Naturteich, war im Glashaus. Und wenn ein Koi-Züchter ein Koi mit diesem nackten Kopf, aber sonst Perfektion großzieht, dann muss er außergewöhnlich sein. Außergewöhnlich ist sowohl Körper als auch die Farbqualität. Das ist genau das, was Makoto züchten will. Wahlweise mit und ohne Ami, also diese Aminome, diese dunkle Flecken hier, dass er also die Netzzeichnung bekommt. Makoto mag beides, das spielt auch keine Rolle, aber dieses Rotbraun ist wirklich das Beste. Und ganz ehrlich, stellen Sie sich den auch wieder mit 90 cm vor, spielt überhaupt keine Rolle, ob der jetzt rot am Kopf hat oder nicht. So, dann haben wir einen weiteren Karashi Ojiba mit 54 cm aus dem Naturteich. Der war aus dem Naturteich, wie Tim richtig gesagt hat. Der weitet gerade seine Zeichnung aus, also das Gelbe, da kommt noch mehr. Keine Sorge, ein Jaguar wird es nicht. Typisch für die Ojiba, wo es ausweiten, dass auch orange in den Augen ist. Body, Body, Body. Ja, 90 cm und so ein Teil nachher. Richtig mördermäßig gut. Der gelbliche Kopf wird auch noch grauer. Wir sehen auch hier einen schönen Ansatz von Fukurin. Also die Haut um die Schuppe wird schon dicker. Wirkt hier, wenn man nahe guckt, Achtung, wirkt es auch schon zu leicht dreidimensional. Dafür ist das Bild aber nicht hochauflösend genug. Also das ist richtig geil. Ojiba für jeden, bei dem Größe über Zeichnung liegt. So, und dann haben wir noch die Deutz-Variante mit 51 cm, auch aus dem Naturteich. Und da haben wir auch, wie gesagt, nicht viele. Die meisten Deutz-Ojiba gingen sofort sind abgebogen zu den Elterntieren. Auch geiler Körper, geile Farbqualität. Zeichnung wird wahrscheinlich noch ein bisschen größer, hat auch das Rot in den Augen, so ganz typisch, aber wird kein deutscher Jaguar. Hier geht es auch Body, 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 so wie bei Tim. Das erste Mal, dass du was Positives zu meinem mickrigen Körper gesagt hast. So, 43-jähriger Kutschako. Nichts Positives gesagt, ich habe nur gesagt, dass es drumherum geht. Ich glaube, er wirkt etwas roter hier, als in Wirklichkeit ist. Also das ist kein Beni-Kutschako, könnte werden, aber ist eigentlich eher so traditionell orange. Sehr geil ist der metallicfarbene Glanz, sieht man hier in den Schuppen am Kopf. Am Kopf sieht man es ganz stark, diese Hikari-Punkte. Zeichnung super. Mame, top, also die schwarzen Schuppen. Auf dem Rot ein bisschen weniger oder ein bisschen noch nicht ganz so durchgedrückt wie auf dem Weiß. Ein ganz toller Tategoi. Also wenn Sie noch einen Kutschaku suchen, noch keinen haben, dann 85, 90 cm Exemplar, potenziell Exemplar. Weiter. So, dann haben wir einen 62 cm großen Karashi Kutschaku. Koi ist kein Wunschkonzert. Die Zeichnung ist Weltklasse. Der Entwicklungsstand ist super. Auf dem Rot ist die Entwicklung, ist der Glanz auch recht gut, also zumindest hier in dem Bereich. Ne, da ist es eigentlich gar nicht so gut, aber ausreichend. Aber das ist eigentlich, und das ist jetzt genau der Knackpunkt, hätte der Koi, wäre es ein richtiger Kutschaku, ja, wäre es aller Wahrscheinlichkeit nach Beni Kutschaku, richtig dunkelrot, aber der ist nur halbmetallikfarben. Und das sehen Sie, gehen wir mal zurück, schauen Sie mal nur die Brustflossen an. Hier der Unterschied zwischen Metallic- und nicht-metallic-farbenen Koi. Ach so. Bei metallic-farbenen Koi scheint der Untergrund nicht durch, weil die Deckkraft der Farbe eine ganz andere ist. Hier so manchmal ein bisschen, aber das deckt ab. Und jetzt geht es zum anderen. Hier scheint das Blau durch. Er ist halbmetallic-farben. Die Zeichnung ist super, der Körper ist super. 2 Jahre, 62 cm. Also es ist eine Bucht von allem, außer dass er halt nicht ganz so metallic ist. In der Regel nennen wir die Han-Han-Goi, das übersetzt sich mit halb-halb, weil er halb metallic, halb nicht metallic ist. Ein sehr geiler Koi. Im Prinzip Zwischending zwischen Goshki und Kutschaku. Kann auch 90 plus werden. So ein bisschen eine Empfehlung von Ihnen.
Auf jeden Fall. Also mich würde es nicht stören. Ich finde wirklich geil. So, dann haben wir einen Kinn-Shower mit 44 cm. Wie der andere Shower vorher. Eigentlich ein Kinn-Dai-Kinn-Shower. Haben wir genug Kinn-Kinn. Also sprich, weiß dominiert das Bild, und rot und schwarz ergänzen es. Das war gerade gut, oder? Das war richtig so ein... So, schöne rote Zeichnung, schwarz schön ergänzend, geiler metallikfarbener Glanz. Wachstumspotenzial auf 80+. Und der Grund, warum ihn Makoto ausselektiert hat, 3, 2, 1. Die unterschiedlichen. So. Diese Imbalance. Der das Perfekte sucht, sucht keine unterschiedlich gefärbten Brustflossen. Makoto sucht das Perfekte, von daher bist du raus, mein Freund. So, dann haben wir einen weiteren Kinn-Shower mit 56 cm aus dem Naturteich. Einfach brutal. Ja? Der Körper ist der absolute Wahnsinn. Das Rot ist das eines Benikuchaku, der Schwarze, so der Kopf ist noch ein bisschen gelblich, das gibt es hier noch, aber im Prinzip genau das Gleiche wie bei dem vorher, unterschiedliche Brustflossen, deshalb bist auch du raus, mein Freund. Aber bist auch du raus, mein Freund, heißt in der Naturteich Japan Aufzug. Hier, das sind sehr geile Details, wie sich das Schwarz ganz scharf abgegrenzt auf der weißen Kopfhaut bildet und dann das Rot Farben schön abgegrenzt. Finde ich einen sehr spannenden Koi, der aus Potenzial auf 85+ hat. So, dann haben wir einen Kikusui mit 46 cm. Und die Kikusui haben alle ein sehr geiles Weiß, ein sehr geiles Rot. Und hier, das ist kein Farbverlust, das Metallicfarben, das ist wie beim Kuchaku. Das ist einfach nicht so perfekt wie jetzt beim nicht-metallicfarbenen Koi. Aber wenn es dann vom einen Jahr aufs andere aufbricht, dann geht so ein Koi, der, glaube ich, im Naturteich war, gell? War im Glashaus. Glashaus. Aber wenn die im Naturteich waren oder wenn die in der Aufzucht waren, dann gehen die in der Regel danach in Verkauf, weil da gilt auch, das sind so Kleinigkeiten, die dann nicht sehen wollen. Ansonsten ist das ein spitzenmäßiger Kikusui mit dem Wachstumspotenzial 80+. So, dann haben wir einen Ginren Benigoi 56. Also der ist ein bisschen verdreht fotografiert, drum sieht man das Auge stärker als das. Der Körper ist super, das Rot ist super, die Flossen sind fast rot, das Ginren ist top, Wachstumspotenzial 85. So, dann haben wir einen Ginren Karashi mit 60 cm. Genau, einfach zwei Nuancen heller. Auch geiles Ginren, Flossen auch schon fast orange. Der Körper ist sensationell und von daher, da dürfen Sie davon ausgehen, dass der auch auf 90+ wächst. So, dann haben wir einen weiteren Ginren Karashi-Goi mit 48 cm aus dem Glashaus. Er zeigt hier und da ein bisschen Nibanhi. Und die Schuppen sind auch deutlich orangener als jetzt die Haut außenrum. Auch hier sieht man ein bisschen die Bahn hier. Vertrauen Sie uns, wenn wir Ihnen sagen, sollte er das weiter schieben, dann dauert es ein Jahr, eineinhalb vielleicht, dann ist er komplett orange. Und wenn die mal so groß sind, 90, und solche Körper haben, und ich erzähle jetzt nicht, dass uns das in der letzten Japan-Reise so fasziniert hat, weil sonst wäre ich genau er, wie er mit seinen Orca-Wahlen. Das ist ein Hammer. Der Fisch ist ein richtig geiler Tategoi. Der Fisch. So, nächster Ginren Karashi-Goi mit 56 cm aus dem Naturteich. Der war im Naturteich und da gilt im Prinzip ganz genau das Gleiche. Geile gelbe Schuppen, weiß umrandet, hier seitlich ein Kikanoko, aber er hat halt hier ein paar Nibanhi-Flecken, deswegen wurde er auch ausselektiert, ansonsten wird Makoto so ein Koi mit dem Ausdruck und mit dem Körper vor allem niemals hergeben. Entweder es bleibt so oder der Koi wird über die Jahre komplett orange. Wenn es so bleibt, wäre es mir genauso egal, wie wenn er orange wird. Das ist halt auch für jemanden, der wirklich Wachstum sucht. So, dann haben wir einen Ginren Nanashi mit 47 cm. Geiler Körper, geile Hautqualität, geiles Ginren. Ich finde die auch mega schön. Das ist so pure white. Und wir sehen jetzt noch kein Orange, kein Gelb, darum wissen wir auch nicht, wird er Orange, wird er Gelb. Also es wird die eine oder andere Farbe wird durchschlagen, aber man sieht noch nichts, gell? Nee, gar nichts. Nee. Und von daher muss man schauen, was, aber eine absolute Empfehlung. Ich liebe diese Nanashis einfach, die machen mich richtig hot. So, dann haben wir einen normalen Nanashi mit 49 cm. Genau, und da gilt genau das Gleiche, sieht ja. Man auch noch nichts. Im Prinzip das Gleiche wie der Ginrin, wobei hier oben sieht es aus, als würde er langsam gelb durchschlagen, könnte aber ausbilden sein. Könnte ein bisschen, aber... Genau,
Das ist halt ohne Gimrin, sowohl der Gimrin als auch der 90 cm plus, überhaupt kein Problem. Von denen haben wir gerade sehr wenige. Und Kopfform, super, Körper, sehr gleichmäßig. Also der wird richtig durch die Decke gehen. So, dann haben wir einen Deutz Gimrin Soragoi mit 37 cm. Genau, wo gibt es Deutz Gimrin? Soragoi gibt es eigentlich nirgends. Die dunklen Flecken werden so bleiben, werden in der Regel auch nicht stärker. Und je größer die werden, desto weniger schlimm fällt es auf. Der Kopf ist nicht grau momentan, das kommt in der Regel oder bei vielen erst später. Der hat noch so einen Gelbstich, der verschwindet auch. Und bei dem können Sie auch Wachstumspotenzial 85 plus. Auch wenn er heute noch kleiner ist, der ist auch später geboren. Geile Beschuppung. Super geile Beschuppung. So, dann haben wir noch einen Chagoi mit 45 cm. Genau, steht jetzt nicht dabei. Oder steht Karashi Chagoi dabei? Ja, steht Karashi dabei, habe ich genau vergessen. Genau, also auch sensationell. Körpergeil, Makoto sagt, die wachsen im Prinzip, die bis 2 Jahre großgezogen wurden, wachsen alle auf 90, 95 und mitunter auch auf 100 cm. Hat auch ein schönes Fukurin, also alles gut. So, dann haben wir noch einen Karashi Yamabuki mit 42 cm. Geiler, metallikfarbener Glanz, auch geiles Fukurin. Und die Haut um die Schuppen hier im Schulterbereich, die ist weiß und nicht gelb, sodass die Schuppen aussehen, die gelben, als hätte man sie in weißen Schnee gesteckt. Geiler Körper. Ich sage Ihnen jetzt nicht, dass Makoto die, wenn er es nochmal zu tun hätte, länger aufbewahren würde. Also 90 cm plus, kein Problem. Kopf ist sensationell. So, dann haben wir den Matsuba Ogo und natürlich auch Karashi, dreijährig 66. Drei Jahre 66 und ganz wichtig, das Matsuba ist gerade im Kommen, also noch nicht ganz so stark durchgedrückt. Das sind die Besten. Matsuba immer langsam. Oder wie der Japaner sagt, Yukuri. So. Ja, je langsamer sich das entwickelt, desto schöner sind die Fische am Schluss. Eigentlich der perfekte Yamabuki. Man sieht auch gigantische Kopffärbung, auch kein Schwarz mit drin. Seitlich witzig, da ist er eigentlich zur Seite nach unten, wird er weiß. Ansonsten wirklich ein Traum. Matsuba, auch Potenzial 90 plus. War im Glashaus, war nicht im Naturpark im Sommer. Ja. Und trotzdem 66 cm. Dann haben wir noch einen Deutz Karashi Yamabuki mit 48 cm. Könnte ein Orangi Ogon werden. Man sieht hier und da orangefarbene Flecken. Ja. Also könnte, muss nicht. Körper ist geil, Karashi Blut ist drin. Also auch hier 85, 90 cm. Kein Problem. So, und der letzte in Deutz Orangi mit 44 cm. So, und der ist auch mal wieder richtig geil. Das Dunkle hier ist Kot. Wie kommt der Kot auf das Bild? Ja, das ist. Ja. So, ansonsten geiles Rot. Nicht so orange-orange, sondern rot-orange. Spitzenmäßig Flossen werden wahrscheinlich auch noch komplett orange. Auch 85 plus. Überhaupt kein Problem. Vielen Dank fürs Bieten. Machen Sie es gut. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Genau. Bis dann. Ciao.